Ja, liebe Church, ich bin momentan mit Zeltenweihnacht auf Tour, deshalb melde ich mich kurz per Video. Ihr habt es gehört, die neuen Maßnahmen schränken unser Gemeindeleben noch weiter ein. Speziell davon betroffen sind die Kleingruppentreffen, die so wichtig und vital für unser Gemeindeleben sind und natürlich auch die Church-at-Home-Versammlungen. Also, ich möchte euch zusprechen, dass ihr in dieser Zeit versucht, in 1:1 zu connecten. Habt Gemeinschaft als Paare, es dürfen momentan nicht mehr als 2 Haushalte sich versammeln, außer im Gottesdienst. Der Slogan für die nächsten paar Wochen lautet: Im Kleinen passiert Großes. Wenn 2 oder 3 in seinem Namen zusammenkommen, ist er mitten unter uns. Und wir wollen einfach glauben, dass Gott sich offenbart, wenn wir uns ganz klein treffen und einfach auch im 1:1 zusammen abmachen. Ich möchte euch zusprechen, dass ihr Pastoren seid. Wir sind eine Kirche voller Pastoren. Denn Pastor sein ist ganz simpel. Man muss auf Gott hören, man muss ihn suchen und das Zweite ist, man muss mit Menschen connecten und sie ermutigen. Und das, glaube ich, kann ziemlich jeder in unserer Gemeinde. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr das tut, ganz absichtlich, nicht einfach das dem Zufall überlässt. In dieser Adventszeit und in den nächsten paar Wochen, auch Anfang Jahr bis und mit 20. Januar, wo so lange dauern momentan die neuen Maßnahmen, dass ihr echt Pastoren seid. Und ich glaube, unsere Gemeinde wird leben mehr als zuvor. Ich möchte euch noch eine Ermutigung aus der Weihnachtsgeschichte lesen. Da steht in Lukas 2, Vers 6 geschrieben: In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. Wisst ihr, die Geburt, die konnte nicht vertagt werden. Die war jetzt dran. Und ich glaube, auch so sind wir momentan. Es ist schwanger mit dem, was der Heilige Geist uns als Auftrag gegeben hat, uns aufs Herz gelegt hat. Und es gibt Dinge momentan, die wir nicht verschieben können, nicht einfach absagen können. Wir sind schwanger. Und ich glaube, als Kirche haben wir echt einen Auftrag, Menschen in dieser Zeit auch mit Jesus bekannt zu machen. Menschen zu ermutigen, die Menschen in dieser schwierigen Zeit, wo viele wirklich den Kopf hängen lassen, mit Hoffnung zu begeistern. Und ich möchte euch zusprechen, dass das auch wegen Corona nicht abgesagt ist. Aber so wie Maria keinen Platz dafür hatte in üblichen, dort wo man das normalerweise macht, und so sind wir auch betroffen als Kirche, wir können nicht unser normales Ding tun. Ich möchte euch ermutigen, denkt außerhalb der Box. Jesus wurde in einer Krippe geboren, in einer Futterkrippe. Das war definitiv nicht üblich. Wir als Kirche momentan müssen außerhalb dieser Box denken. Und ich glaube, dass du in dieser Zeit Ideen haben wirst, die vom Heiligen Geist inspiriert sind. Und dass du erleben wirst, dass Jesus auf die Welt kommt für Menschen. Jesus sichtbar wird für Menschen in deinem Umfeld, wie sie es bisher noch nicht gesehen haben. Ich segne euch in dieser Zeit. Möge Jesus groß werden. Im Kleinen passiert das ganz Große.